Achtung, der Inhalt des folgenden Videos kann auf einige Personen verstörend wirken. Bitte sehen Sie sich das Video nicht alleine an und verstauen Sie sämtliche elektrischen Haushaltsgeräte in abschließbaren Schränken oder Kammern. Alle scharfen Gegenstände wie Messer oder Scheren sollten Sie ins Gefrierfach legen. Die Wiedergabe des Videos kann zu Verunreinigungen im Trinkwasser führen und in Einzelfällen kann es zu einem plötzlichen Kohlensäureverlust in Erfrischungsgetränken kommen. Die hier geschilderten Erlebnisse sind unglaublich wahr und basieren auf handschriftlichen Augenzeugenberichten. Ich hatte mein Ziel also wirklich erreicht. Ich war auf der schwarzen Insel endlich angekommen. Der Brief hatte nun ein Gesicht. Sein Verfasser, Zenobi, stand wahrhaftig vor mir und ließ mir die Knie vor Angst schlottern. Irgendwas in mir realisierte, dass es vielleicht ein großer Fehler gewesen sei, diese Reise überhaupt anzutreten. Zenobi hatte etwas Mystisches an sich. Er lächelte mich an, drehte sich um und sagte zu mir, komm mit. Wir liefen zum Ende der Blumenlichtung, zwischen den dicht gewachsenen Bäumen hindurch und standen plötzlich am Rand von einem wunderschönen See mit Wasserfällen. Dahinter war ein langer Gang zu sehen, der rechts und links von Wasserfällen geschmückt war. Ein Aufbau, wie man ihn in letzter Zeit auf vielen Inseln schon gesehen hatte. Zenobi sagte, dass er diese eigentlich nur wegen Instagram gebaut hatte, um mehr Besucher auf die Insel zu locken. Aber das breite Grinsen dabei blieb nicht unentdeckt von mir. Ich war wohl nicht der Erste, der dem Ruf dieser Insel gefolgt ist. Nach einigen Minuten Fußmarsch kamen wir schließlich an seinem Haus an. Es war ein düsteres und großes Gebäude mit feuerroten Dachziegeln und Wänden, die mit toten Köpfen geschmückt waren. Ich war mir sicher, dass ich keinen Fuß in sein Haus setzen würde. Aber Zenobi bemerkte meine Angst und sagte, dass wir uns doch lieber in seinem Steingarten setzen und er uns eine Tasse Tee macht. Es sei ein besonderer Tee, der aus gepressten Wespennestern und Spinnenbeinsekret gebraut wird. Der Tee würde mich nach dem katastrophalen Absturz wieder auf die Beine bringen. Da ich immer noch erschöpft war und großen Durst hatte, willigte ich ein und trank den Tee in schnellen Zügen. Ich wollte mich hier nicht lange aufhalten und endlich auf den Brief zu sprechen kommen. Also fasste ich meinen ganzen Mut zusammen und fragte Zenobi, ob der Inhalt seines Briefes denn nun wahr sei oder etwa nicht. Zenobi lächelte und er konnte sich ein kurzes Ziegenmeckern nicht verkneifen. Er fragte, ob ich den Brief dabei hätte und ich reichte ihm das Dokument. Er nahm den Brief und hielt diesen in die Flammen seines Lagerfeuers. Erst dachte ich, dass alles nur ein Scherz gewesen sei, aber er antwortete, dass er den Brief nur deswegen verbrannte, damit keiner diesen ein zweites Mal einlösen konnte. Das klang plausibel, aber die Wahrheit dahinter konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht erahnen. Dann schaute er mir tief in die Augen und sagte, dass ich wie versprochen die 3 Millionen Sternis jetzt und hier erhalten würde. Aber dazu müsste ich eine Entscheidung treffen. Ich wusste doch, dass die Sache einen Haken haben würde. Es klang einfach zu gut. Aber was für eine Entscheidung sollte dies sein? Niemand verschenkt leichtfertig einfach so 3 Millionen Sternis. Also fragte ich Zenobi, um welche Entscheidung es sich handelte. Ich wollte es nun endlich wissen. Zenobi wollte gerade zur Antwort ansetzen, da huschte plötzlich eine runzelige und faltige Gestalt zwischen den Bäumen hin und her und sprang plötzlich in eine Regentonne. Wer oder was zum Teufel war das? Als sich der Kopf wieder aus der Regentonne erhob, wurde mir klar, wer da so faltig und runzlig in der Tonne saß. Es war Flugbegleiterin Lotte, deren Panzer durch das Triebwerk zerfetzt worden war
und sie wie durch ein Wunder den Absturz trotzdem überlebt hatte. Lotte war völlig durch den Wind und es war ihr sicherlich peinlich, so nackt hier umher zu huschen. Irgendwas versuchte Lotte uns zu sagen. Sie planschte panisch in ihrer Tonne herum und gluckste unverständliche Wörter vor sich hin. Ich konnte nur noch die Worte »Weg hier« und »Gefahr« verstehen. Dann sackte ihr Kopf ein und verschwand in der heftig blubbernden Tonne. Ich schaute Zenobi entsetzt an und fragte ihn, was zum Teufel in der Tonne drin sei. Zenobi rollte mit den Augen und sagte, dass die liebe Lotte leider in sein Salzsäurefass gestiegen sei und sich wohl nun aufgelöst hat wie eine Brausetablette. Die Säure brauchte er, um die Beine der toten Spinnen mit Säure zu enthaaren, damit diese besser ausgepresst werden können. Oh Mann, wie viel Pech kann man haben, da überlebt die liebe Lotte einen Flugzeugabsturz, nur um dann jetzt in Salzsäure zu verenden. Das Schlimmste daran ist, dass die restlichen Fluggäste nun definitiv keine Getränke mehr bekommen werden. Was für ein Desaster! Aber ich muss nun endlich erfahren, um welche Entscheidung es sich handelt. Zenobi setzte also wieder an, um mir die entscheidenden Worte zu sagen. Aber dann wurde mir plötzlich ganz schummrig und schwindelig. Alles hörte sich nur noch weit entfernt an. Ich verlor das Bewusstsein. Es war der Tee. Ich hätte ihn nicht trinken dürfen. Fortsetzung folgt.